Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 19. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, 13. Gesetz zur Verlängerung der Geltungsdauer und Änderung befristeter Rechtsvorschriften 20/1065 zu 20/755. Hier haben wir vereinbart, dass zwar keine Aussprache stattfindet, aber Berichterstattung durch den Kollegen Gerald Kummer machen wir trotzdem. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor dem Hintergrund der fortgeschrittenen Zeit mache ich das relativ knapp. Der Rechtspolitische Ausschuss hat sich in seiner Sitzung am 22. August mit dem Gesetzentwurf befasst und beschlossen, mit den Stimmen der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, der AfD und der Freien Demokraten, bei Gegenstimmen der SPD und Enthaltung der LINKEN, dem Plenum zu empfehlen, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung anzunehmen. Ich danke Ihnen. Das war kurz, knapp und verständlich. Dann lasse ich auch hier darüber abstimmen. Wer für die Annahme ist, den bitte ich um das Handzeichen. Ist jemand dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Damit ist bei Enthaltungen der Fraktion DIE LINKE und Gegenstimmen der Fraktion der SPD der Gesetzentwurf angenommen und zum Gesetz erhoben.